Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Bermond Gabriel am Start mit einer weiteren Folge Pokémon Showdown. Diesmal im Ario-Tier und wir haben hier ein kleines Squad, das ich selbst erstellt habe und auf das ich ehrlich gesagt wahnsinnig viel Lust habe. Aus drei Pokémon, die ich schon lange mal im Ario ausprobieren wollte. Oder besser gesagt, zwei, die ich schon lange ausprobieren wollte und eins, das zufälligerweise dann runtergedroppt ist und ich sofort ein Team darum bilden musste, nämlich über das gute Trevenant hier. Ich spiele das Ganze einiges anders und ich glaube, das werdet ihr dann sehen, wenn wir einen Kampf gefunden haben. Ich werde jetzt erstmal hier das Ganze muten und ich sehe, wir sind gerade auf dem falschen Account. Schön. Ich bin gleich wieder da. So, ja, ihr seht es oben rechts. Ich habe das Ganze schon geändert. Ich muss das Ganze nur ganz kurz runter verschieben, dass ihr nicht die obere Taskleiste im Bild habt. Und werde natürlich wieder sofort einen Battle suchen. Haben auch sofort einen gefunden. Das überrascht mich jetzt. Und das ist ein ekelhaftes Regenteam. Aber wir haben Trevenant. Ich glaube, das kann eine Attacke von einem Ludicolo aushalten und dann zurückschlagen mit einem Walband natürlich, ja, das ist. ich mag das Trevenant wahnsinnig, wahnsinnig gerne. Ich finde das ein ziemlich cooles Mon. So, das Exploud sollte auch eine Attacke aushalten können, glaube ich. Womit ich aber anfangen will, ist mein Sichlor. Und ich weiß nicht, ist der Wechsel in mein Flygon zu offensichtlich? Ich muss zugeben, ich weiß es nicht. Und zum Teil will ich auch in mein Dradigon wechseln. Einfach, falls er für einen Voltwechsel gehen will, ist alles in Ordnung. Er geht direkt für einen Regentanz. Interessant, dass das Electrode auch Regentanz kann, muss ich definitiv sagen. Gehen erstmal für einen Knirsch, das ist meine beste Attacke und meine stärkste. Und ein Tiefschlag danach macht uns zwar ein wenig Schaden durch After. Er hatte keine Aftermath, okay. Leider kriegt er auch die Paralyse, aber ich sag mal, bei Dradigon ist das jetzt nicht allzu wichtig. Ja, ein weiterer Sucker Punch. Ja, ich sag einfach nichts mehr. Leider werden wir davon ausgenockt. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, in was für Pokémon wir jetzt wechseln können. Als erstes will ich definitiv in meinen Sichlor wechseln, da ich eben weiß, dass wir eine Attacke überleben können und das sogar ohne Probleme aufessen mit einem Käferbiss zurückschlagen können. Und ich glaube, dass wir sein Kabutops ziemlich gut mit unserem Libeldra wallen können. Da hab ich Hoffnung, dass das irgendwie funktionieren soll. Und er geht für einen SD. Wow. Ich will sofort für eine Earth Power gehen. Hoffe einfach, dass wir eine Attacke überleben können. Leider tun wir das nicht. Und es sieht gerade sehr, sehr schlecht aus für uns. Ich glaube, dass wir Sigilyph am wenigsten brauchen in diesem Spiel. Deswegen werde ich das einfach mal opfern. Sofort für eine Psychokinese gehen, falls er sich dazu entscheidet, seine Steinkante zu verfehlen. Und jetzt ist Exploit auf jeden Fall der sicherste Wechsel. Und ich glaube, ich kann es mir nicht leisten, für einen Fokusstoß zu gehen, um ganz ehrlich zu sein. Deswegen werde ich einfach mal für zwei Boomburst gehen. Hoffe einfach mal, dass wir was überleben. Wenn nicht so wie jetzt, hoffe ich einfach mal, dass er seine Steinkante verfehlt. Obwohl, wir können auch in. Ich kann auch in mein Trevenant wechseln und jetzt einfach für eine Shadow Claw gehen. Er verfehlt seine Steinkante, das ist sehr, sehr gut für uns. Und so wie ich das sehe, hat er nicht viele Mons, bei denen ich sage, okay, er wird es überleben. Er kann jetzt gerne für einen Regentanz gehen. Er sollte nicht in der Lage sein, allzu viele Attacken von mir auszuhalten. Die Tarnsteine sind natürlich crucial für unser Sichlor, da wir es jetzt nicht mehr einwechseln können. Ja, ich werde jetzt definitiv in unser Sichlor wechseln, das Ganze dann opfern und für eine gewalbandete Hornleech gehen, um eben bei so viel HP wie möglich wieder zu sein. Ich glaube, eine Attacke überleben wir ganz, ganz knapp.
und können es auf jeden Fall wieder einiges davon oder ein bisschen davon degenerieren. Ich hoffe mal, dass das Landhuren keinen Eisstrahl hat. Es hat Eisstrahl, das war ein knappes Spiel. Ich habe auch ein Missplay gemacht, in dem dass ich nicht auf seinem Juxi in mein Sichlor gewechselt bin. Ich hätte eigentlich wissen müssen, dass er Tarnsteine hat. Das war ein ziemlich großes Missplay von mir. So, hier sehen wir ein Magneton. Okay, das mag mir alles gefallen. Ich sehe keinen Wechsel außer sein Aromatis für unser Flygon. Und ich weiß aus Sicherheitsgründen, dass Trevenant wirklich Aromatis wegrockt. Und das ist wirklich so. Sichlor ist, naja, er hat einen Magneton, das gefällt uns nicht allzu gut. Sigilith hat auch ziemlich wenige Wechsel von ihm aus. Effektiv nur einen, nämlich das hier. Und das ist natürlich schneller. Mit was will ich denn anfangen? Ich glaube, ich will mit unserem Libeldra anfangen. Während er mit seinem Aromatis anfängt, das ist natürlich ein schlechtes Matchup für uns. Wahrscheinlich hat er unser Drydecon predicted. Ich will mich dazu entscheiden, sofort in mein Trevenant zu wechseln und dann wirklich sofort für eine, ich weiß nicht, eine Schattenklaue? Doch, eine Schattenklaue ist, glaube ich, unser bester Zug. Ich bin gerade ein bisschen fraglich, weil ich denke, er hat für beides einen Wechsel, obwohl ich sagen muss, dass wahrscheinlich sein Scrafty ein größerer Threat wäre als sein Durant. Aus dem Grund werde ich einfach mal für einen gechoicebandete Hornleech gehen. Er wechselt in sein Golbat, das soll uns nicht stören. Ich kann nämlich in mein Sichlor wechseln, das hat Recovery, ist auch das einzige Pokémon auf unserem Team, das Recovery hat. Außerdem glaube ich nicht, dass er, obwohl, na, er könnte eventuell Sturzflug haben, ich weiß es nicht, was ich machen soll. Nein, ich werde in unser Sichlor wechseln, falls er für eine Kehrtwende gehen will, dann soll das so sein. Und wahrscheinlich wird er zu einem weiteren Sturzflug gehen. Ich glaube, das werde ich dadurch verhindern, dass ich jetzt in unser Flygon wechsle. Ja, macht ein bisschen Schaden, aber nicht allzu viel zum Glück. Und falls er jetzt für eine Roost gehen will, werde ich mit einer Earth Power, er ist langsamer als wir. Interessant, das heißt, ich könnte mit unserem Sichlor das Ganze dann ausstallen. Sehr, sehr interessant. Aber was werde ich jetzt tun? Ich will unser Explode nicht unbedingt schwächen lassen. Ich glaube, ich werde für einen Draco-Meteor gehen, um ihm etwas... Wow, das hat dir überhaupt keinen Schaden gemacht. Er geht für Toxin auf unserem Flygon und interessant. Interessante Wahl definitiv. Werden sofort in unser Sigilyph zurückwechseln. Ich hätte nicht gedacht, dass es so wenig Schaden macht. Aber ich meine, das wird ein speziell defensives Golbat sein. Und wir haben auf jeden Fall gelernt, dass unser Sichlor schneller ist als sein Golbat. Das ist eine sehr, sehr kostbare Information, die wir hier bekommen haben. Und ich werde jetzt einfach mal in unser Sigilyph wechseln. Und je nachdem, in was er wechselt, zum Beispiel in sein Scrafty. Ich glaube, wir kriegen einfach mal die Flinch, hätte ich gesagt. Oder er geht einfach für Pulk ab. Ich glaube, er hat nicht mit einem Air Slash gerechnet. Und da Air Slash die beste Accuracy hat, glaube ich mal, dass ich da zurückwechseln will. Er wechselt in seinen Magneton. Wir haben eine recht gute Spezialdefensive und deswegen hoffe ich mal, dass eine Heatwave ihn ausnockt. Oder er wird uns nicht ausnocken, wenn er eine gewahlbandete Variante ist. Er geht für Flash Cannon. Interessanter Zug. Definitiv, ich werde mal für Psychokinese gehen und ihn ausnocken. Falls er in sein Scrafty wechseln will, okay, ist in Ordnung mit mir. Falls er in sein Durant wechseln will, das wird nicht viele Attacken überleben. So. Er kann nicht für eine Houndclaws gehen, jedenfalls nicht wirklich. Was ich machen will, ist, dass ich in unser Flygon wechsle. Wow, Durant ist einfach zu stark.
Wir können nicht mal eine Attacke tanken. Ich werde einfach mal für Fire Blast gehen, falls er sich dazu entscheidet, irgendwas Komisches zu machen. Er wechselt aus. Vielleicht hat er Angst, dass wir eine gescarte Variante sind, obwohl er schon unsere Leftovers gesehen hat. Finde ich komisch. Muss ich zugeben, finde ich komisch. Und ich glaube, unser bester Zug ist es jetzt, in unser Sichlor zu wechseln. Ich glaube tatsächlich, dass das unser bester Zug ist. Wir können jede Attacke von seinem Aromatis tanken. Falls er in sein Scrafty wechseln will, gerne. Ich werde jetzt einfach mal für einen Schwertanz gehen. Wenn er uns versucht, mit einem Moonblast zu schwächen, dann soll er das gerne tun. Wir werden uns mit Roost auf jeden Fall wieder ein bisschen hochheilen können. Und jetzt werde ich direkt für einen Aeroas gehen, da ich glaube, dass er auswechselt. Falls er nicht auswechseln will, dann ist das okay für uns. Wir kriegen einen Haufen Damage auf sein Aromatis, während er weiter mit ein paar Moonblasts uns schwächen will. Und jetzt sind wir bei 70%. Das ist ein... ist wahrscheinlich der beste Gesundheitszustand. Und er wechselt in den Golbat. Wieso opfert er sein Golbat? Interessante Wahl, sein Golbat zu opfern. Glaube ich. Na, wir werden mal in unser Dradigon wechseln. Und was wir jetzt effektiv machen können, ist erstmal die Attacke hier zu tanken und mit einem Knirscher jedes Pokémon, das er reinwechselt. Oh, Aromatis. Deswegen haben wir Eisenschädel. Ja, dieses Aromatis wird definitiv nicht drin bleiben wollen. Und wir sind schneller. Also, ja. Tschüss, Aromatis. Hat viel Spaß mit dir gemacht. Leider musst du wieder gehen. Ja, die Nase, deine Nase hat mir nicht so gut gefallen, ne? Weißt? Und so wie ich das jetzt sehe, wird unser Dradigon mit einem... ich will für Knirscher gehen. Ich glaube, eine Psychokinese halten wir aus. Locker sogar. Knocken das Delphox. Holy crap, Dradigon. Wieso bist du in RU? Ach du meine Güte. Das ist viel zu stark. Dieses Pokémon. Es tankt einfach die Attacke von dem Scrafty. Dradigon, du bist zu stark. Du bist einfach zu stark. Wow. Also ich muss sagen, Respekt. Respekt, Dradigon, da versagt sogar meine Stimme gleich. Einfach durch den schieren Respekt, den wir Dradigon entgegenbringen müssen. Ich werde jetzt einfach mal in unser Sigilyph wechseln und sofort für einen Air Slash gehen. Sein Durant wäre kein wirklich guter Wechsel gewesen. Da wir ein gescarftes Explode sind, sind wir sowieso schneller. Und falls er versucht jetzt zu setupen oder durch seine Fähigkeit Hustle verfehlt, sind wir in der Lage, ihn auszunocken? Ich glaube, das ist GG. Er versucht sogar zu setupen. Hat wahrscheinlich gesehen, dass es sinnlos war. Ohne ein Setup gegen unser... wahrscheinlich auch gegen unser Trevenant. Vielleicht hat er auch nicht gewusst, dass wir gebandet sind. Ich meine, einmal haben wir einen Schaden etwas zugefügt und das war wirklich lächerlich. Übrigens ein Hida-Fahida-Squad. Finde ich ziemlich cool. Und er hat einen Threat. Am Anfang war das Dradigon Pinsir. Ist aber dann ausgewechselt worden, weil das Ding ein Threat war. ja. Eigentlich wollte ich meine zwei Lieblingskäfer-Pokémon so ein bisschen mit einbringen, aber das hat dann alles doch nicht so geklappt, wie ich dachte. Ja, mit was wollen wir denn anfangen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass Kikli Trevenant bis auf 2% runterknocken kann mit Knockoff, falls es eine gelebensopte Variante ist. Ich glaube, was ich machen will, ist mit Explode zu lieben und dann einfach mal einen Boomburst abzufeuern. Typlosion, okay, finde ich gut. Boomburst ist auf jeden Fall da. Eruption, ja, macht auf jeden Fall keinen schlechten Schaden. Was ich machen werde, ist definitiv in unser Dradigon zu wechseln. Wir haben jetzt die Information, die wir brauchen, nämlich, dass dieses Typlosion Choice Scarf ist. Wir werden auch jetzt unsere Tarnsteine aufbringen können. Und ja, hier ist das Spiritomb, vor dem ich eigentlich sehr, sehr viel Angst habe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich reinwechseln will. Ich glaube, ich werde erstmal unser Sigilyph einwechseln, einfach um das Irrlicht zu absorbieren. Und jetzt muss ich eigentlich schon
Ich will einfach mal schauen, wie viel ein Air Slash macht. Er wechselt in sein Typlosion. Was? Was war das? Wahrscheinlich wollte er noch einen... Was? Okay, okay. Der Battle hat mich nur noch verwirrt, muss ich zugeben. Der Kampf war einfach nur noch crazy. Ja. Wir haben jetzt einen Kampf gegen Grey Wolf noch. Und sein Team hat zwei Mons, die wir auch im Team haben. Das ist ziemlich interessant. Wahrscheinlich ist sein Hydragil sein Lead. Ich glaube, ich will mit unserem Flygon leaden sofort und dann für einen Feuersturm gehen. Einfach, weil ich es kann. Falls er für seine Hazards gehen will, dann ist das definitiv in Ordnung mit uns. Falls er in sein Gastrodon wechselt, haben wir hier eine kleine Überraschung für ihn, die ihm wahrscheinlich nicht gefallen wird. Eisstrahl, ja, kann man anbieten. Und wahrscheinlich wird er jetzt auch drin bleiben. Obwohl, er könnte drin bleiben. Er könnte drin bleiben, muss aber nicht. Und ich will auf jeden Fall für ein Hornditch gehen, einfach um bei einer so guten, bei einem so guten Amount von HP zu sein, wie auch nur irgend möglich. Sigilyph kommt rein und nein, das ist kein Wechsel. Holy crap. Dieses Sigilyph, Respekt. Ja, wir wechseln unser Dradigon rein, weil ich aus Sicherheitsgründen weiß, wir können sogar noch eine Psychokinese von ihm aushalten und für einen Knirscher gehen. Falls er für irgendeine andere Attacke gehen will, ist das in Ordnung mit uns. Psychokinese, ihr seht, wir haben das getankt. Außerdem haben wir jetzt dadurch, dass wir dieses Sigilyph entfernt haben, ich zähle Hydragil einfach mal nicht dazu, nur noch komplett freie Hornleeches mit unserem gewahlbandeten Trevenant. Ich glaube, das ist ziemlich cool. Was er jetzt für eine Attacke einsetzen wird, ist mir schleierhaft. Ich werde einfach mal für einen Sucker Punch gehen, um ihm so viel Schaden wie möglich noch zu dealen. Während er für einen Käfergebrumm geht, das ist definitiv in Ordnung mit uns. Was wollen wir jetzt machen? Ich hätte gern mehr Priorität. Oder normale Priorität, aber das ist eine Schwachstelle von diesem Team. Ich werde jetzt einfach mal in unser Flygon wechseln und sofort für einen Feuersturm gehen. Mehr als einen Hazard wird er nicht aufkriegen. Ein Spike. Spike interessiert uns noch am wenigsten. Wir haben nur unser Trevenant und unser Explode, was wirklich davon betroffen ist. Selbst wenn er jetzt in sein Gastrodon wechselt, brauchen wir unser Flygon nicht wirklich. Deswegen werden wir einen Defog, für einen Defog gehen. Überleben sogar ohne Probleme oder ohne große Probleme. Haben immer noch einen Deathfodder. Und wenn wir jetzt in unser Trevenant wechseln, hat er keinen Switch-In. Scald, okay, falls er die Verbrennung kriegt, wäre das in Ordnung gewesen. Wir haben Natural Cure drauf. Da Harvest nicht unbedingt was mit einem Walband bringt. Und mit Natural Cure kann man immer wieder nett auswechseln. Ah, die Seelen. Gib uns die Seelen. Ah, lecker, lecker, lecker. Ja, eine Attacke können wir auf jeden Fall aushalten. Das macht nur noch lächerlichen Schaden. Wenn er die Verbrennung bekommen hätte, wäre das auch in Ordnung gewesen. Und ihr seht die Kraft von einem Trevenant. Dieses Mon ist einfach zu stark. Ja, und das ist nicht mal übertrieben. Er geht für einen Knockoff, das ist definitiv in Ordnung mit uns. Ich will nicht für einen Aeroass gehen, da er noch dieses Electros hat im Hintergrund. Was er auch reinwechseln wird und... Leider ist das kein To-Hit-KO. Muss ich sagen, wäre cool gewesen. Ich werde jetzt in meinen Flygon wechseln, einfach in der Hoffnung, dass wir, obwohl, doch, einfach in der Hoffnung, dass wir eventuell einen Flammenwurf überleben. Und wenn es schlimm auf schlimm kommt, können wir wenigstens verhindern, dass er Momentum kriegt durch einen Voltwechsel oder einen Discharge, für den er geht. Nice, nette Prediction. Die nicht wirklich eine Prediction war. Ich gehe einfach mal für Draco. Okay. Es geht so natürlich auch, muss ich sagen. Geht natürlich so auch. Immer. Ha, was wir jetzt machen werden, ist, dass ich in meinen Sigilyph wechsle und erstmal für eine Psychokinese gehe, um ihm so viel Schaden wie möglich zu machen. Er geht für einen Discharge. Knockt uns auch. Holy crap. Das ist zu stark. Das ist einfach zu powerful. Ja, sein Electros ist immer noch da. Wir werden für einen Käferbiss gehen. Das wird ihn jetzt auch ausnocken. Gegen sein Scrafty brauchen wir definitiv noch unser Sichlor. Das ist so sicher wie... Hier bitte schlechten Vergleich einfügen. Unser Trevenant brauchen wir auch.
Das ist bei einer nicht gut genugen Anzahl von HP, dass ich sage, okay, ich will unbedingt drin bleiben. Deswegen werde ich mal in unser Exploit wechseln, das tankt diesen Angriff definitiv gut und werde einfach für Boombursts gehen und versuchen ihn so zu... Holy crap! Boah, Fliege. Das ist Gewaltschalt. Diese Kraft ist Gewaltschalt. Seht euch diese Kraft an. Diese Kraft ist nicht normal. Okay, was ich jetzt machen werde, ist in unser Sichlor zu wechseln. Was das macht, ist, ich glaube, dass wir eine Attacke überleben können von seinem Scrafty und mit einem Aeros es ausnocken. Ja, überleben und bitte, bitte, knocken es nicht ganz aus. Holy crap, wir knocken es nicht ganz aus. Aber wir sind mit unserem Explode noch schneller. Das ist unser großes, großes Glück, dass wir gescarft sind. Und jetzt können wir für eine Attacke gehen. Ich gehe einfach mal für einen Eisstrahl, dass ihn hoffentlich ausnocken wird. Ja, es ist genug. Und ich muss sagen, wow. GG, wow. Also, auf jeden Fall. Sure. Ziemlich gut. Ziemlich cooler Typ. Hat sogar dann noch, falls wir es nicht verstanden haben, geschrieben, dass es ein Witz war. Und ich werde noch einen Kampf kriegen. Einfach aus dem Grund, da ich den ersten Kampf extrem, extrem schlecht gespielt habe. Kommt dann wahrscheinlich so eine Message, Entschuldigung für den ersten Kampf oder sowas. Dann will ich einbauen, das ist definitiv cool. So, jetzt auf seinem Team sehe ich einen Wechsel gegen ein Hornleech. Na, vielleicht zwei, doch, vielleicht zwei. Aha. Ich glaube, ich will definitiv mit unserem Flygon leaden, falls er mit seinem Jadigon anfängt. Ich werde definitiv... Obwohl... Will ich einen Draco droppen? Oder will ich einen Double in mein Trevenant ziehen? Das ist noch... eigentlich ist es noch zu früh, um irgendwas zu predikten. Deswegen werde ich erstmal für einen Draco-Meteor gehen. Er tankt das. Holy crap, er hat das einfach weggetankt. Und ich werde einfach mal für einen Defog gehen. Erstmal schön den Sucker Punch predicted und seine Tarnsteine weggehauen. Er geht für einen weiteren, das kann er gerne machen. Das war ein Crit. Sein Stealth Rocker ist tot. Und wir kriegen erstmal ein paar HP durch unsere Überreste zurück. Jetzt denkt er sich, verdammt. Ich war eine gefokusgurtete Variante. Dachte eigentlich, ich kann das Flygon schwächen. Aber nix da, tote Hose war für ihn. Was ich jetzt machen will. Puh, ich weiß es nicht. Ist unser Dradigon hilfreich gegen sein Team? Ja, etwas schon. Ich glaube, was ich machen will, ist, dass ich in unser Exploud wechsle. Es scheint mir nicht allzu hilfreich zu sein. Deswegen werde ich auch sofort für einen Boomburst gehen. Holy crap, das hat schon fast wieder alles ausgenockt. Was geht mit diesem Exploud ab? Das ist nur Gewaltschalt. Und jetzt natürlich in unser Dradigon und für einen Sucker Punch gehen. Dafür werde ich 8-mal hintereinander gehen, einfach um sicherzugehen, dass dieses Drapion tot ist. Falls ihr irgendwelche Mindgames spielen wollte, wäre das für uns in Ordnung gewesen. Ein Meloetta können wir aushalten und für eine Crunch gehen. Diesen Double habe ich nicht verstanden. Vielleicht dachte er, wir sind gewahlbandet, obwohl er unseren Lebensorb-Schaden gesehen hat? Ich weiß es nicht. Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß es einfach nicht, warum er für diesen Wechsel gegangen ist. Ich werde jetzt nochmal für eine Crunch. Er wird sehen, dass wir das überleben. Er wird einfach sehen, dass wir das überleben und ihn jetzt ausnocken können. ja, das war Gewahlglast übrigens. Also das hat ein Wahlglas, dieses Meloetta. Und wir haben das einfach getankt. Die Spezialdefensive ist ja bei Dradigon nicht unbedingt schlecht. Ich will erstmal einen Sucker Punch. Okay, er ist eine Normal Gem Variante. Und ich glaube, ich will euch einfach mal die Kraft von Trevenant zeigen. Und jetzt einfach mal für einen Hornleech gehen. Er ist nicht gelebensob, das heißt für uns, wir können einen Knockoff überleben. Und, oh verdammt, ich weiß nicht, ob wir ihn noch ausnocken können. Natürlich nicht. Verdammt. Das war, ich glaube, noch schlechter geht's eigentlich gar nicht mehr. Aber jetzt ist ein Reichweite für unser Flygon. Ich glaube nicht, dass Hitmonlee einen Eisschlag erlernen kann. Falls er für einen High Jump Kick geht, können wir den
wahrscheinlich überleben. Ich meine, wir sind physisch defensiv, maximale HP, maximale Defensive, das sollten wir schon tanken. Außerdem heißt das, dass er, oder er verfehlt einfach, dass er an Burden ist, aufgrund des, und wir werden zurück in unsere Sichler wechseln, aufgrund des Normal-Gems. Ja, genau, das heißt es. Virizion hat keine Steinkante, weil er ein CM-Set ist. Geht für ein... Was? Okay. Er hatte 1300... Okay. Glaube ich. Also ich muss sagen, für das, dass er 1300 Punkte hatte, war das Match sehr, sehr komisch. Wahrscheinlich ist Sweet Drapion sehr, sehr oft, kann ich mir vorstellen. Ich meine, es ist immerhin bulky, es ist schnell, es hat Setup-Moves, es ist allgemein sehr, sehr stark, muss man sagen. Naja, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.